Ich rette Herzen. Ich helfe Herzen, stark zu bleiben. Helsana, die Krankenversicherung der Schweiz, präsentiert Eschbach. Willkommen bei Eschbacher. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Ihren Gastgeber. Grüß dich miteinander. Herzlich willkommen, meine Lieben. Daheim, schön, seid ihr heute Abend auch dabei. Herzlich willkommen. Ein wunderbares Zusammensein an einem kalten Herbstabend. Meine Damen und Herren, ich freue mich, mit euch so die nächsten 50 Minuten zu verbringen, weil wir ja wollen, mein Team und ich, darüber nachdenken, wie wir die 45 Sendungen jedes Jahr mit möglichst ausgefallenen Gästen füllen und euch damit auch unterhalten. Dann geht uns immer wieder so durch den Kopf, wenn wir zusammen diskutieren, dass wir sagen, unglaublich. Also sage und schreibe, tausende von Gegenständen hat der Mann gesammelt. Oder sage und schreibe, mit 4 hat er schon angefangen Klavier spielen. Und darum haben wir gefunden, wir trommeln für die heutige Sendung genau solche Gäste für euch zusammen. Das sind nämlich heute Abend meine Gesprächspartner. Sage und schreibe, über 7'500 Gegenstände aus Bakelit hat er zusammengetragen. Allen gemeinsam ist der Kunststoff, den wir vielleicht noch aus unserer Jugend her kennen. Sage und schreibe, 6 Jahre von ihrem Berufsleben hat sie auf der Toilette verbracht. Sie sorgt dafür, dass ein Bedürfnis nach Sauberkeit auch in der Bedürfnisanstalt Rechnung gedreht wird. Und er hat mit sage und schreibe 17 historischen Romanen über die Geschichte vom Glarnerland im 16. Jahrhundert geschrieben, der jetzt als 320-seitiges Buch herausgekommen ist. Ja, und mit Sagen und Schreiben kann ich auch meinen ersten Besuch ankündigen. Mit 4 hat er seine Liebe zum Klavier entdeckt. Mit 6 hat er die Prüfung ins renommierte Mozarteum in Salzburg bestanden. Heute studiert er Orgeln und Klavier. Was das für einen jungen Menschen bedeutet, was seine Erwartungen an die Zukunft und auch die von seiner Umgebung ist, das möchten wir jetzt von diesem Jungtalent erfahren. Aber zuerst einmal eine richtig tolle Kostprobe von diesem grossartigen jungen Künstler. Herzlich willkommen, Moses Piriok. Bravo! Moses! Super gemacht! Komm, wir hocken noch ein bisschen her. Du kannst wieder auf die Stuhl gehen. Das hat nach Bach getönt, gell? Was war es genau? Bach-Sinfonie 3. Wie lange hast du geübt, bis du das so hast können? Vielleicht. Du hast jeden Tag am Klavier üben? Eigentlich schon. Eigentlich schon. Magst du dich noch besinnen vor ein paar Jahren, wo du das erste Mal so ein bisschen Freude bekommen hast, Klavier spielen? Was
fasziniert dich so an diesem Instrument? Weiss. Schön klingt. Weiss, schön klingt. Aber in der Zwischenzeit spielst du ja auch noch Orgel. Was ist denn an der besonders spannend? Die Orgel? Mhm. Dass sie Pfeifen hat. Dass sie Pfeifen hat, ja, klar. Aber die ist ja noch komplizierter zum Spielen. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Ist Klavier einfacher? Es ist beides einfach. Ist beides einfach? Ist das immer klar für dich, dass beides eigentlich einfach ist? Aber jetzt muss man ja, damit dass man so eine schöne Bach-Komposition gut spielen kann, viel üben. Machst du das gern? Wie lange pro Tag übst du aber? Einmal mehr, einmal weniger. Einmal mehr und einmal weniger. Und wenn weniger? Wenn zum Beispiel für das hier, diesen Auftritt, mehr. Mhm. Und wenn nicht, für nichts, dann weniger. Ganz eine klare Antwort, ja. Aha. Hast du noch Zeit für andere Sachen? Ja. Was machst du am liebsten? Neben der Musik? Schule? Schule? Ich habe es nicht verstanden. Schule. Ist schwierig. Du hast gerne shooten? Schule. Fußball spielen? Schule. Die Schule machst du gerne. Hä? Ist wahr? Aber gehst du mit anderen Kindern in die Schule? Nein. Sondern? Ich habe häuslichen Unterricht. Du hast häuslichen Unterricht? Das heisst, deine Mama gibt dir Schule? Zusammen mit deinen Geschwistern? Du hast noch zwei Brüder. Mhm. Und ihr seid jetzt dritt und die Mutter tut euch unterrichten. Ist das denn nicht schwierig, wenn die Mutter unterrichtet? Hat man da nicht so einen Krach? Nicht? Müsst ihr auch Hausaufgaben machen? Es ist alles im Rechenbuch drin. Ist alles im Buch drin? Aha. Also ist relativ einfach. Wenn wir jetzt mal die Mami dazu rufen. Ich verstanden, sie ist ja auch da. Hm? Also, darf ich Sie bitten, Frau Pirjog? Er ist, glaube ich, ein bisschen scheu heute Abend. Ja, ich glaube, ich die Situation heute, gell? Ja, genau. Ihr habt gemerkt, dass er mit 4 wahnsinnig Freude hat an der Musik. Wie hat sich das manifestiert? Zuerst eigentlich war es ein Experiment von meiner Seite. Ich kann schauen, wie entwickelt sich das, wenn er jetzt, wenn ich ihn einfach mal meine Hand auf seine Hand lege. Mhm. Was macht er dann? Er hat immer aus dem Fenster geschaut. Und hat, aber mit der Zeit sind einfach seine Finger abgegangen. Und für mich ist das, hat das für mich gezeigt, und er hat immer Fortschritt gemacht, aber immer aus dem Fenster geschaut. Und für mich ist das, und dann hat er, irgendwann hat er es dann einfach können. Und die Fortschritte haben also mir einfach gezeigt, wie dass automatisch auf ein Klavier spielen. Er hat einfach das aufgenommen, was ich mit ihm gemacht habe. Mhm. Und ist für das offen gewesen. Und das wäre jetzt nicht jedes Kind für das offen. Und er hat, er übt ja, wenn er übt, dann übt er alleine. Und ich glaube, er würde es nicht machen, wenn er nicht alleine wäre. Also wenn ich, also wenn man ihn jetzt würde antreiben dazu. Ja, wenn man jetzt würde ihm sagen, ja, jetzt ihr. Es ist ja eine grosse Verantwortung, die man hat als Eltern, wenn man spürt, das Kind hat ein Interesse an Musik. Ist es jetzt eine vorübergehende Geschichte oder ist das der Anfang einer Karriere? In welchem Entscheidnotstand steht man denn da, ob man jetzt das will fördern? Ihr habt euch entschieden, dass er im Mozarteum in Salzburg weiter studiert. Wir haben einfach in dieser Situation haben wir die Lösung dadurch gesehen, dass man, wenn er in der Schweiz wäre, dann hätte er Schule bis um 4 Uhr. Mhm. Und dann müsste er, dann ist es logisch, dass er noch seine Freunde trifft und auch die Hausaufgaben macht. Und dann, wenn er noch üben müsste, dann ist das so wie eine Industriearbeit. Und
Und das wollte ich eigentlich vermeiden. Und dadurch, dass er eigentlich in diesem Alter schon hat können, ziemlich viel, also er konnte mit 5 selber kleine Bach-Präludien selber erarbeiten. Die selber auch musikalisch spielen, die selber auch Klavier? Es ist schon so, dass ich mit dem Instrument Erfahrungen habe. Mhm. Sonst wäre das, glaube ich, gar nicht möglich. Mhm. Und er hat auch mit 4 hat er auch nicht Mut gehabt, mit einem Lehrer anzufangen. Er war ganz scheu. Wie Sie sehen, manchmal ist er immer noch scheu. Ja. Aber es gibt auch Situationen, wo er weniger scheu ist. Vor allem, wenn er etwas interessiert, wenn er neugierig ist. Ja. Er hat gesagt, ihr macht Hausunterricht. Ja. Er ist einer von 3. Jetzt, wie stellt man jetzt sicher, dass alle 3 Kinder wirklich zum Zug kommen und kein zu kurz? Also bei Hausunterricht ist es so, also das läuft eigentlich bei, ich kann es nicht für alle sagen, aber bei unseren Kindern läuft es so, dass jeder eigentlich das automatisch sozusagen lernt, weil die Umgebung so ist. Also er hat jetzt können mit 5 fließend lesen und schreiben und rechnen, und sein Bruder ist jetzt 6 und kann jetzt auch fließend lesen, rechnen, ist ein Mauerbegriff. Aber ich gehe davon aus, dass Kinder über ihr Interesse, weil sie etwas wollen, anfangen, und dass man sie nicht jetzt wieder schon nach dem Stundenplan zum Rechnen bringt, sondern ihnen möglichst viel Freiheit lässt. Ja, und vor allem eben auch die Situation hat zum Beispiel in Salzburg ermöglicht ihm, dass er durch den häuslichen Unterricht üben kann, und er kann auch andere Kinder treffen. Er geht jetzt beim Domchor singen, also Kinderdomchor, also es heißt Domkapelle Knaben und Mädchen heißt das in Salzburg. Aber ja, er hat einfach Zeit, noch andere Sachen zu machen. Er ist einfach frei in dem Sinne. Und Brüdchen finden es nicht schwierig, wenn er jetzt da so ein bisschen im Mittelpunkt steht, Konzert gibt, sich schon weiss, wie zu verbeugen und mit strahlenden Augen hinter seinem Instrument sitzt? Nein, ich denke, sie sehen einfach, wie er seinen Weg geht, und jeder hat seinen eigenen Weg. Mhm. Und ich glaube, jeder ist für sich individuell. Manchmal sagt man, es ist ein Wunderkind. Der Ausdruck hat ja so ein Gewicht, oder? Und eine grosse Verantwortung. Der Begriff ist mir nicht so sympathisch, muss ich sagen. Er ist ein Kind mit einer besonderen Begabung, kann man vielleicht so definieren. Wichtiger ist auch eher, dass er die Begabung kontinuierlich fördert. Also, dass er kontinuierliche sozusagen Entwicklung hat in dem, was ihn interessiert, sofern es ihn überhaupt interessiert. Und dass er einen Platz auch später findet im Berufsleben. Wie wäre es jetzt für euch als Mutter, wenn er plötzlich würde sagen, interessiert mich nicht mehr, ich gehe ins Kloster? Das ist doch super. Dann hat er seine Berufung gefunden fürs Leben. Und ich bin erlöst und habe Freude. Dann kann er auf diese Art, auf diese Weise kann er anderen Leuten zu einem besseren Leben verhelfen. In Salzburg gibt es ja viele Klöster. Ja, und das sieht man. Also wir hoffen, dass er noch ein bisschen Klavier spielt. Entschuldigung, würdest du uns noch ganz ein kurzes Stück spielen? Moses, ha? Du hast gerne Brahms, habe ich gehört. Thank you.
Super! Danke vielmals. Seine Sprache ist ganz eindeutig Musik. Vielen Dank. So, jetzt kannst du früher ein ins Bett gehen. Wir sehen uns noch. Tschüss. Meine Damen und Herren, auch mein nächster Gast ist eine ganz spezielle Karriere. Er hat eigentlich so etwas wie ein Geschichtswerk, das ziemlich überraschend ist, geschrieben. Rund um den Ort, wo er aufgewachsen ist, nämlich im Glarnerland. Seine Familie ist bereits so in diesem Ziegerschlitz daheim. Und er hat als 17-Jähriger eine Maturaarbeit geschrieben, die 300 Seiten umfasst hat und die Geschichte vom Glarnerland in der Zeit vom 16. Jahrhundert geschildert hat. Zu einer Zeit, in der Pest gewütet hat, wo Katholiken den Protestanten und umgekehrt den Ring eingeschlagen haben und auch sonst das Leben in diesem Ecke der Schweiz nicht ein Zuckerschlecken war. Wie kommt ein 17-Jähriger dazu, in den Archiv all die nötigen Unterlagen zusammenzusuchen? Und daraus am Schluss, und das ist jetzt passiert, ein Buch in einem renommierten Verlag können herauszugeben. Antworten darauf von Alfonso Hoppan. Alfonso, willkommen, guten Abend. Nehmt Platz. Meine Maturarbeit, Jahre ist es her, im Deutschunterricht und Geschichte, hat etwa 10 Seiten umfasst. Eure ist 320 Seiten. Wie kommt man als Teenager mit 17 auf die Idee, eine Chronik über das 16. Jahrhundert vom Glarnerland zu schreiben? Ja, also ich weiss nicht, ob Quantität wirklich sehr viel über Qualität aussagt. Von dem her kann es sein, dass Ihre Maturarbeit sehr viel Gescheites in diesen 10 Seiten hat, wo meine sich ein bisschen verbessert. Aber wie kommt man dazu? Ich glaube, man muss einfach zuerst mal eine wahnsinnige Leidenschaft haben fürs Lesen. Das Lesen an und für sich, ganz viel lesen. Das mache ich sehr gerne. Man muss eine Leidenschaft haben für Geschichte. Ist bei mir auch da gewesen. Und da muss man irgendwo auch das Bedürfnis haben, von dem, wo man da überkommt, von all diesen Büchern wieder etwas zurückzugeben. Und das habe ich wollen. Und das habe ich schon relativ früh als einen Wunsch in mir gehabt, dass ich ein Buch schreiben will. Und das hat man halt als Kind nicht immer so einen eisernen Willen, wenn man es gesehen hat. Bei mir war es nicht so gewesen. Und das sind dann ganz viele Bücher sind da entstanden, die nicht über das erste Kapitel raus sind. Und die Silie liegen jetzt in der Schublade und fangen Staub. Und das war ein bisschen frustrierend. Wie hat die Lehrerschaft reagiert, die gesagt hat, ich schreibe grundsätzliche Chronik, die ein bisschen umfangreicher ist? Ja, die sind ein bisschen verschrocken am Anfang. Ja, also, ich denke, der muss viel lesen, das gibt so Haufen zu tun. Ja, genau. Ja. Mein Betreuer, ja, der hat mich gefragt, ob ich da wirklich sicher bin, dass ich das machen will. Ich habe ihm dann zugesichert, doch, das sei mein Plan. Und ich habe eben genau die Deadline und genau den Druck, der durch die Noten da ist, als sehr inspirierend empfunden. Druck ist etwas sehr Inspirierendes in dieser Reise. Dazu braucht es viel geschichtliches Wissen. Das hat man nicht einfach. Also, seid ihr denn monatelang irgendwelche staubigen Archive durchsuchen? Oder wie sind die Informationen zusammengekommen? Ja, also es ist so, dass ich mich mehr oder weniger immer mehr dem Thema angenähert haben. Es war ganz und gar nicht klar, dass ich am Anfang eine Geschichte über das 16. Jahrhundert schreiben will, und über Pest und Söldner und Religionswirren. Das war nicht klar. Und ich habe mich immer mehr eine Art dem Thema angenähert. Ich habe gewusst, es muss über das Glarnerland sein, weil das ist das Einzige, wo ich mich wohlfühle in meiner Heimat. Nur das ist sozusagen auch. Da habe ich auch eine gewisse Kredibilität, wenn ich das schreibe. Ich habe einen Bezug zu dem. Ich weiss, die Berge sind die gleichen Berge wie damals. Und ja, dann bin ich durch die Geschichte vom Glarnerland gegangen und bin dann auf das gestoßen. Und wir leben jetzt in relativ privilegierten Zeiten. Man muss nicht mehr unbedingt den Staub falten, Folianten abblasen. Das hat im Internet ganz vieles und natürlich auch in Bibliotheken und anderen Fach. Um was geht das Buch jetzt konkret in ein paar Sätze ausdrücken? Ja, es ist ein historischer Roman, wie gesagt, im Glarnerland im 16. Jahrhundert. Es ist die Geschichte von einem Kind. Der Balzlihauser, und der verliert ganz am Anfang seine Familie.
Pest kommt und seine Eltern stirben. Und er kommt als Waisenkind in eine andere Familie, in eine wohlhabende Familie. Dort verliebt er sich in ein Mädchen. Und aber das Mädchen, das ist reicher als er und besser gestellt als er. Und zu dem kommt er nicht hin, er ist ein Bauer. Und jetzt kommt aber da eine Bewegung aus Zürich, die sagt, wir wollen, es kommt eine neue Erneuerung in der Religion und es gibt ganz neue gesellschaftliche Wandel werden entstehen. Und für das Lernerland ist katholisch gewesen, und jetzt kommen die Reformatoren aus Zürich mit dem Zwingli. Er hat sich dann erhofft, dass vielleicht, wenn die Reformation klingt, dass er dann das Mädchen auch noch überkommt. Mhm. Und für das büchst er aus und kommt in eine Täufersekte rein, die ihr Unwesen treibt und hat allerlei Abenteuer, die zu dieser Zeit damals dort passiert sind. Das sind Bilderstürme und dergleichen anderes. Hat er ein Vorbild gehabt oder hat er angefangen zu schreiben? Ja, also eben, wie gesagt, vom Lesen da kommt natürlich schon Sachen mit über. Für mich ist einer der grössten immer noch Umberto Eco. Der hat mit seinem Namen der Rose hat er mich und auch mit seinen anderen Büchern hat er mich schon stark inspiriert. Also, aber da gibt's. Wie lange hat er denn geschafft, bis jetzt die sogenannte Maturarbeit, die jetzt zwischenzeitlich ein Buch geworden ist, entstanden ist? Es ist nicht direkt so. Also natürlich habe ich es dann auf den Abgabetermin geschafft. Bin dann nachher im Nachhinein, nachdem ich aus der Kante raus bin, noch mal drüber gegangen und habe das noch mal angeschaut, noch mal gelesen und habe dann gemerkt, dass ich so fest in dieser damaligen Zeit, in dieser damaligen Sprache drin war. Ich denke, das kann ich niemandem zumuten. Und die erste Ausgabe, die habe ich noch irgendwie, glaube ich, noch 7 Exemplare, die kommt niemand mehr zu sehen über, weil ich mich schäme für, es ist sehr altertümlich geschrieben. Und ich habe das versucht zu glätten. Und das ist dann jetzt in dieser Ausgabe jetzt erschienen. Hat es eine Inspiration gegeben, dass man jetzt noch eins dahinter geht, von irgendjemandem Aussenstehendem? Ja, es haben Leute gefragt. Ganz am Anfang für die Maturaarbeit haben wir ganz eine kleine Auflage gemacht, selber im Eigendruck. Und, die sind dann relativ bald erschöpft gewesen. Glücklicherweise muss man jetzt rückblickend sagen. Aber dann haben wir dann eben, also sind immer noch Leute gekommen und gefragt, hey du hast doch etwas gemacht und es ist nicht mehr da gewesen, bis zum Gehen. Und dann nachher das eine zum anderen geführt und über 7 Ecken bin ich zum Verlag gekommen. Mhm. Und jetzt ist es da. Ja, gehört, die Tante hat eigentlich ein bisschen inspiriert. Ja, bei einem Familienfest. In einem Familienfest habe ich vorgelesen, ganz spontan. Über Pest, über Pest, ich das ist ein paar noch ganz übel aufgestossen nach dem Mittag. Die haben das nicht so lustig gefunden. Ja. Und, aber glücklicherweise habe ich nicht nur Ärger hervorgerufen, sondern die Eltern, also eben die Tante sind zu mir gekommen und gesagt, hey, versuch es doch. Verlieren hast, kannst du nichts. Das Schlimmste, was passiert, ist, dass der Nein sagt. Wir haben jetzt auch Kollegen, die ja eigentlich im SMS- und E-Mail-Zeitalter nur im Momentleben reagiert, wo dir gesagt hat, ich habe jetzt eine historische Chronik geschrieben. Ja, die finden das schon gut, aber ich weiss jetzt nicht, wie viele von ihnen das gelesen haben. Haben sie ein paar gelesen? Ist wahr? Ja. Haben sie auch Kommentare abgegeben? Ja, die haben es mir zu lieb gemacht, das sind ganz gute. Aber jetzt so im E-Mail, ich verstehe es schon auch, also, dass das jetzt vielleicht nicht gerade Priorität ist. Was kann man aus der Geschichte lernen? Aus der Geschichte kann man ganz, ganz viel lernen. Und zwar glaube ich, dass je weiter man den Horizont gegen Kinder, gegen Gefühle können wir nicht verlängern, wir wissen nicht, was kommt. Aber indem wir sehen, was eigentlich schon alles war, ich glaube, können wir ganz grundsätzliche Wahrheit über einen Menschen herausfinden. Allzu Menschliches, was sich auch immer wiederholt. Und ich glaube, wer viel über Geschichte weiss, erkennt sehr vieles in der heutigen Gegenwart besser. Hat einen Schlüssel zum Verständnis und kann auch ein klein vielleicht sich in die Zukunft vorantasten. Das würde ja jetzt eigentlich bedeuten, mit all diesen Einsichten, dass ihr Geschichte studiert. Ja. Aber es ist nicht so. Nein. Ja, die Frage kommt immer. Ja, ich studiere Recht. Ich habe mir eigentlich schon lange mal überlegt, ich habe eine knackige Antwort auf das gefunden, aber immer noch nicht. Ja, das hat da kommt mir ein bisschen, scheinbar ist das ein Gegensatz in den Köpfen der Leute. Bei mir nicht unbedingt. Ich finde, also für mich ist sowieso schon seit langem klar, dass ich Recht studieren will. Da seid ihr familiär auch ein bisschen vorbelastet. Ja, die Mama ist Juristin und der Vater ist es. Die Wiege gelegt wurde. Mhm. Ja, nein, aber auch sonst, ich finde es etwas wahnsinnig Spannendes. Ich finde, es greift ins volle Leben zurecht. Oder? Das sind ja schlussendlich Menschen mit Sorgen und Ängsten, Fleisch und Blut. Schlussendlich wie auch Geschichte und geschichtliche Bücher greifen auch irgendwo am Ende ins volle Leben. Und für die sagen, dass Juristen nicht kreativ sind, da habe ich immer das Schachmatt-Argument, dass einer der allerkreativsten Schweizer, der jemals gelebt hat, auch ein Jurist war, und das ist der Mani Matter. Und da kann sagen, da niemand mehr etwas. Gibt es ein nächstes Buchprojekt?
Ja, gibt es. Ich bin dran, aber ich bin auch gescheit genug, das nicht im Fernsehen gross zu sagen. Mal, der hat gesagt, Druck hilft, das ja, Projekt. Ja, das stimmt, das stimmt. Eigentlich sollte jetzt er jetzt das Datum schon sagen, ich kann es ja. Aber trotzdem lieber noch nicht. Mhm. Nein, die Uni hat das natürlich schon beansprucht, das ist schon so. Also ich kann es eigentlich nur empfehlen, es ist eine tolle Geschichte, die Chronik des Balthasar Hauser. Eine Geschichte, wo man einiges lernt kennen, wie es damals war, im 16. Jahrhundert. Das Leben war kein Honigschlecken. Vielen herzlichen Dank für den Besuch und alles Gute weiterhin beim Studieren vom menschlichen Allgemeinen. Bleibt der menschliche Jurist, der nicht die anderen übers Nest abzieht. Weiß danke so. Vielmals. Danke vielmals. Darf ich euch das mitnehmen? Die doch spannende Geschichten. Und ich habe mit 66 immer noch kein Buch geschrieben. Jetzt muss ich mich langsam dahinter machen. Aber jetzt wechseln wir völlig das Thema. Jetzt gehen wir eigentlich sozusagen virtuell an ein stilles Örtchen. Die stillen Örtchen, wo man ja oftmals froh ist, gibt es sie. Und man manchmal da drinnen auch Spuren hinterlässt, die nachher andere müssen wegputzen müssen. Und das macht meine nächste Gesprächspartnerin seit 6 Jahren, und zwar mit Akribie. So still sind nämlich die Örtli gar nicht. Sie ist Toilettenfrau. Und mit ihr zusammen finde ich es natürlich jetzt spannend, einen Blick sozusagen in die öffentlichen WC-Schüsseln zu werfen. Denn viele haben das Gefühl, dass so ein Beruf, gestattet mir der Ausdruck, ziemlich verschissen ist. Aber sie macht es glücklich. Herzlich willkommen, Lilian Meyer. Guten Abend. Willkommen. Für viele ist ja das wahnsinnig exotisch, wenn man so gefragt wird, was macht ihr vom Beruf? Was sagst du, Jewille? Das willst du gar nicht wissen, sage ich. Ist wahr? Ja. Und dann, wenn die Leute noch nachfragen? Dann sagen sie, ja, sag jetzt und so. Es kann ja nicht so schlimm sein. Mhm. Sag ich, für mich ist es nicht schlimm, für andere Leute manchmal eben schon. Also das heisst mit anderen Worten, viele Leute reagieren komisch, wenn man sagt, man ist Toilettenfrau. Jetzt stellt sich natürlich für mich auch die Frage, wie wählt man so einen Beruf? Seit 6 Jahren machen die das? Es war einfach Glück gewesen. Also Glück, dass ich überhaupt angekommen bin, weil es ist nicht einmal so einfach. Es hat manchmal Wartelisten für so einen Job. Effektiv? Ja, ich hatte einfach Glück gehabt. Ich wollte nicht mehr Schicht arbeiten. Und ich habe gesagt, ein Job, den ich einfach nach Hause um 4 Uhr, 4 Abend, Samstag, Sonntag frei. Und das habe ich jetzt. Und wie nach Neujahr frei, musste ich früher immer arbeiten. Also sind ihr über diese Zeit die Toilette nicht putzt? Das ist noch wichtig zu nein, wissen. Nein, da putzt schon jemand. Ah, aber nicht ihr? Nicht ich, ja. Nein. Man sagt ja, das ist das stille Örtchen. Ja. So still ist es, glaube ich, nicht immer auf der Toilette. Wie sieht eigentlich so ein Arbeitstag aus? Ja, da fängst du mal so am gescheitsten früh am Morgen. Ich muss sowieso am Bahnhof anfangen, weil wenn Pendler kommen, dann ist noch eine Altkabine besetzt. Mhm. Dann sagen wir, ich fange 17:45 an. Ja. Mach mal alle Kabinen auf. Dort, wo es am schlimmsten ist, fange ich mal an. Aha. Am schlimmsten fängt man an? Ja, sonst kann dann keiner mehr aufs WC. Ja. Schaut man, dass man mal irgendeinen hat, der noch ein einigermaßen sauber ist, dass die Leute aufs WC können. Was trifft man denn so an einem frühen Morgen? Ach, alles halt. Es ist halt schon grusig. Was ist jetzt das Grusigste jetzt für dich? Ja, da sehen sie halt alles, wenn mal ein Fest war oder ein Konzert und die Jungs mit Drogen und alles. Und dann müssen sie sich übergeben. Und oder die Fixer halt. Mhm. Ja, die Drogensüchtigen. Und also das ist für dich jetzt etwas vom Grusigsten. Ja. Wenn... Man gewöhnt sich daran. Ist wahr? Ja, ja. Ja, das ist positiv. Jetzt sagt man nur noch eins: Hau die Scheiße weg. Ja, wir sagen das. Hau die Scheiße weg. Ja. Muss man zwischen ihnen auch härter hinger? Ja, weil das drückt natürlich ein. Über die Nacht. Ja, logisch. Ja. Da kann man einfach hoffen, sie seien wirklich lang aufbleiben. Dann ist es noch etwas frischer. Wie bringt man das Zeug denn weg? Ja, sie müssen wirklich irgendwie aufweichen mit Schwämmen. Und ja, aufweichen.
Aufweichen ist das Beste. Aufweichen ist das Beste. Ja. Und ein bisschen wirken. Gibt es denn auch so Stammkunden? Ja, das gibt es natürlich auch. Das gibt es halt auch. Eben, wir haben wirklich Leute, die mich am Morgen kommen. Ja, hoi, Lilifee, schön, bist du wieder da? Du warst in der Ferien, gell? Das war so grusig und so. Was? Nein, nein. Aber also, hat es auch Leute, die sozusagen auf ihr spezielles Klo gehen, regelmässig? Oder halbwegs dort wohnen? Ja, das ist natürlich am Marktplatz so. Jetzt wird es wieder Winter. Mhm. Da habe ich jetzt fast ein Jahr, fast zwei Jahre Ruhe gehabt. Das wäre eben der mit den Hunden. Der mit den Hunden? Ja. Was macht jetzt der? Hat er schon zwei Hunde. Aha. Zuerst hat er einen gehabt, und jetzt hat er zwei. Und jetzt ist er wieder auf der Straße. Aber der wohnt. Ist ein Alkoholiker. Der wohnt halt im IV, am Marktplatz. Mhm. Der hat sich dort den Fernseher eingerichtet. Am Winter nimmt er also im IV ist die Invalidentoilette. Richtig, die grosse. Ah, der wohnt in der Invalidentoilette? Ja, über die Nacht. Ich schicke ihn nämlich schon raus. Sag ich, du musst raus, ich muss putzen. Aber er tut mir so leid. Und dann wartet er, bis ich putze, und dann geht er wieder rein. Der hat sozusagen die private Putzfrau mit dir. Ja, ich sage immer Hotel Lilly, oder was? Ja. Also, wie muss ich mir das vorstellen? Er wohnt auf dem WC? Ja, weil er wieder obdachlos ist. Mhm. Und hat einen Fernseher drin, oder? Ja, ja, der hat. Nein, warte jetzt. Ein Computer oder so etwas. Aha. Und wo nimmt er den Strom her? Ja, von draußen, vom Marktplatz. Ah, der zapft er draußen ja, ab. Ja, die Polizei kommt und nimmt ihn wieder weg. Aha. Und jetzt haben sie so Schlössli angemacht, aber er hat schon wieder geknackt. Ah. Er weiß alles. Wie geht man mit so Leuten um? Macht das manchmal auch Angst? Es macht nicht Angst, es tut mir einfach manchmal leid. Mhm. Ich denke, wie schön habe ich es. Ich habe eine super schöne Wohnung, ich habe einen guten Schatz, ich habe alles. Und was hat er? Nichts. Sagen die Leute auch zwischen ihnen merci, Lili? Mal. Doch, doch. Sagen, da ist es schön. Schön, dass es so Leute gibt. Mhm. Und gibt es auch zwischen ihnen ein Trinkgeld? Ja, ja, mal 2 Stutz, mal 5 Stutz. Mhm. Oder wie noch mal 10 Stutz bekommen. Sogar? Aha. Du hast deinen Mann auf dem WC lernen kennen. Ja. Das braucht vielleicht noch eine Erklärung. Ja, das ist halt. Er hat halt mal ein Rohr stopfen oder Papier bringen oder irgendetwas. Er ist für die harten Sachen zuständig. Ja, also er tut einfach Material liefern, also sämtliche WC reparieren. Mhm. Wenn etwas kaputt ist, ja. Er ist so wirklich, er also kann dann, ja alles, oder? Dann, wenn man muss richtig durchspülen, wenn ja, der Schwamm nicht mehr hilft. Genau. Ja. Also sie erleben vielleicht ein ganzes WC, das voll ist. Mhm. Was machen sie da? Mhm. Probieren sie mal stöpseln. Mhm. Das geht nicht. Da machen die Leute die Büchse kaputt machen und unten hinschieben ins Siphon. Mhm. Und dann kommt halt wenn er es nicht schafft, kommt der Kanalreiniger. Das ist genau. Ein bisschen Hierarchie. He. Aber. Und wann hat die Liebe richtig zugeschlagen? Beim Putzen? Das ist eigentlich ziemlich schnell gegangen. Etwa 3 Monate später. So. Mhm. Gibt es bei euch daheim zwischen so, sagen wir mal, WC-Schüssel-Gespräch, was jetzt nach dem Feierabend besonders einem ja, beschäftigt? Ja, das gibt es schon. Das haben wir auch mal. Also, das ist schon ganz grusig. Also, ach, soll ich es erzählen? Ja. Das gibt Leute, ich weiß nicht, aber so ein Riesenteil haben wir verschnetzeln müssen, sonst wäre der nie runter. Das war aber ein Mensch, oder was? Sie können schon lachen. Ja, nein, ich staune einfach, was es alles gibt. Es gibt sind nichts, was es nicht gibt. Männer-WCs sauberer als Frauen-WCs oder umgekehrt? Ich finde, bei den Frauen ist es sauberer. Auch wenn alle Leute mir immer sagen, gell, bei den Frauen ist es grusiger. Ich sage, es ist nicht wahr. Mhm. Es ist nicht wahr. Ich tue lieber eine Binde auflesen, ja. Als irgendwie so ein Teil entfernen. Ja. Ja. Gibt es Momente, wo dir sagen, jetzt möchte ich diesen Job an Akku hängen? Hat es auch schon gegeben, ja. Wo ich dachte, nein, das gibt es ja nicht. Jetzt gehe ich, glaube ich, irgendwie auf die Bank arbeiten, was ich 10 Jahre oder 15 Jahre gemacht habe. Aber ich bin glücklich da. Nein. Das geht schnell wieder weg. Früher habe ich. Das war schlimm. Da habe ich fast Depressionen und gesagt, 8 Stunden eingesperrt sein. Und jetzt okay. Seid ihr sozusagen voraus? Jetzt bin ich voraus. Mhm. Jetzt gehe ich in diese Anlage. Ich wollte jetzt überall nicht sagen, Kollegen.
Ich wollte jetzt nicht sagen, die seien der frischen Luft. Du, sicher bin ich an frischer Luft. Ist wahr? Sicher! Okay. Was gibt es am Ende des Monats für einen Lohn? Eben nicht mehr so viel wie früher. Nicht? Mm-mm. Aber kann man davon einigermaßen leben? Ja, also wenn ich jetzt allein müsste leben. Gut, schwierig. Ich denke, jene müsste mit 4'000 Stutz auskommen können. Aber ich bin schon etwas verwöhnt. Mm-hmm. Also ich kann schon alles. Also muss man halt arbeiten und der Partner verdient auch noch etwas. Seid ihr daheim auch ein Töpfli-Scheisser? Ich bin überhaupt kein Töpfli-Scheisser. Mm-hmm. Absolut nicht. Und wenn ihr auf eine fremde Toilette geht, auf was schaut ihr als erstes? Ja, schon in die Schüssel. Ja, mal. Mm-hmm. Ob man Spuren lesen kann oder nicht. Ja. Nein, ich bin nicht heikel. Echt nicht. Was habt ihr für einen Wunsch gegenüber all denen, die das stille Nördli besuchen? Ja, dass vielleicht einmal denken, nicht wegen mir, aber der Nächste, der muss aufs WC und das sieht. Mhm. Das ist ja schlimm. Und da bin ich vielleicht noch nicht da gewesen. Da komme ich vielleicht und denke, oh mein Gott, wie sieht es denn da aus? Das ist ja oberpeinlich. Für mich, aber ich putze es ja. Mhm. Ich denke einfach, könnt doch schauen, dass der Nächste nicht auf so ein WC muss. Genau. Es wäre schön, wenn alle ein bisschen schauen würden. Aber, das hoffen wir jetzt mit diesem Aufruf. Das wäre cool. Und mit dem Enthusiasmus, den du immer mitbringst, jeden Tag, wo man sagen kann, dir macht scheisse Putzen Freude. Ja. Und das finde ich wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Bitte. Für die Arbeit und für das Engagement. Lilian, alles Gute. Danke vielmals. Wunderbar, und zum Glück gibt es Menschen wie Lilian, die dafür sorgen, dass man immer wieder sicher sein kann, dass der, wo man herkommt, sauber ist. Außer dass es einer war, der nicht Acht gegeben hat. Aber jetzt kommen wir auch wieder zu einer Geschichte, wo man sagen kann, sage und schreibe. Das ist ja unglaublich. 7'500 Objekte umfasst seine weltgrößte Sammlung, die rund um ein Materialgegenstand geht, nämlich ums Bakelit. Das Bakelit, das in den 50er Jahren sozusagen, oder bis in die 50er Jahre unser Leben geprägt hat, sei es jetzt mit so Gadgets, wie wir jetzt sehen, in der Haushaltung, aber das geht natürlich weiter mit Telefon, mit Tischen, mit Schalter und allerlei Werkzeug, die aus diesem Material sozusagen als Vorgänger vom Bakelit gemacht wurden. Und für die, die sich vielleicht noch besinnen, das Telefon da hier, das so eine gemütlichen Wellton hat. Auch das ist aus diesem Material. Und der Jörg Zimmermann erzählt uns, wieso man so etwas sammelt und was da alles zusammenkommt. Herzlich willkommen, Jörg Jakob Zimmermann. Herr Zimmermann, herzlich willkommen. Jetzt muss ich aber fragen, der Gegenstand hier, der ist nicht aus Bakelit. Was ist denn bei euch passiert? Um Gottes Willen, habt ihr zu schwer gelüpft, Bakelit gelüpft? Ich habe die Frau geküsst. Seid ihr so ein stürmischer Liebhaber? Ich habe sie geweckt am Sonntag um 9:30 Uhr. Ich habe den Halt verloren. Also, kann sie... Warte, ich kann nicht, das ist okay. So haben. Nein, es geht gut. Ist wahr? Ja. Also, ich habe den Halt verloren. Dann bin ich über sie gestolpert, sie schreit. Und dann wollte ich mich abstützen. Der Arm ist wie ein Fisch über die Bettdecke geschlittelt. Und zurückgezogen habe ich ihn halt in einem seltsamsten Winkel. Und dann sind mir ein paar Hosen unten rein. Und wir sind ins Clara-Spital. Und jetzt hat er eine ausgerenkte Schulter. Nehmen Sie Platz. Ja, wir haben einen Bakelitstuhl, ja, übrigens. Ja. Das ist also wirklich ein von Mailand. Aha. Jetzt müssen wir gleich sagen, jetzt sind wir mal Bakelit sammeln. Das heisst mit anderen Worten Sachen, die Dritte fortschießen, weil sie es Köder finden. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen? Also, wenn ich auf die Idee gekommen bin, ist es so, dass ich also auch in einem Container schon WC-Ring gefunden habe. Nicht gerade so zum Freude von meinem Schätzchen. Ah, da haben wir auch so ein schönes Bakelit-Tischchen, das aufgeklappt wird. Dementsprechend. Aha.
Und ja, also es ist so, dass ich immer gesammelt habe. Und ich habe Glas gesammelt, ich habe Aschenbecher gesammelt, ich habe Werbeteile gesammelt, weil die Insignien, die da drinnen waren, also Werbeaschenbecher etc., habe ich jetzt halt einfach auf einem Glastisch stehen. Und auf dem Glastisch hat es eine Vitrine gegeben. Und dort hatte es ein Glastablar, das weitere Teile aufgenommen hat. Und eines Morgens, wo halt auch noch ein Bakelit Radio drauf Platz genommen hat, ist alles zusammengefallen. Das heisst, mit anderen Worten, das ist wirklich eine Leidenschaft, die nicht mehr zu bändigen ist. Also, das ist ja der Albtraum von jeder Hausfrau. 7.500 Gegenstände zum Abstauben. Ich habe hier also ganz liebe Menschen um mich herum, die, also, wie die letzte Dame, das auch sehr gerne macht. Mhm. Abstauben, schätzeln mit diesen Objekten. Mhm. So. Bakelit ist ein spezielles Material. Ja. Wieso hat man Tischli, Schalen, was ist das? Ein Entenkopf? Ein Entenkopf, ja. Aus all diesen unterschiedlichsten Sachen ein wunderbares Radio. Ja. Schalter, Stecker und so weiter aus diesem Material gemacht. Ich bin also immer hingerissen, dass ganz geniale Designer aus der Frühzeit, schon von 1920 und noch früher, also einfach als Ablösung vom Jugendstil, hat mich das wahnsinnig begeistert, dass die sich derart Mühe gegeben haben, ein wunderschönes Objekt zu machen. Ein günstiges Objekt natürlich, weil es die erste Serienanfertigung war. Und man konnte die Bakelitteile pressen mit Maschinen, die eine Doppelform hatte. Man hat das Granulat reingegossen und mit Hitzepressung hat man dann eine perfekte Form bekommen. Wo ich noch muss sagen, es hat eine Folge. Firmen gehabt, wo natürlich die ganzen Brauen haben müssen rundum ganz sauber wieder abschleifen und dann ist es in den Handel gekommen. Also das Bakelit hat darum so einen Feldzug gemacht, weil man konnte jede Form daraus eigentlich herstellen und es hat auch, denke ich mir, jetzt die Möglichkeit gegeben, so als Isolationsmaterial, darum ist es ja auch gerade bei Haushaltgegenständen so wichtig geworden. Genau, also zum Beispiel Pfannengriff. Dann natürlich Stecker, also ohne die Stecker könnte kein Kraftwerk seinen Strom verkaufen. Mhm. Und sie würden sich also auch die Finger verbrennen, wenn man also einen Aluminiumgriff an der Pfanne hat, statt eben einen Bakelitgriff. Wo findet man das Zeug? Also wir sind auf jedem Flohmarkt der Welt gewesen. Meine Frau hat sich... Ist Frau freiwillig mitgekommen oder hat er sie hergeschleppt? Es ist so, dass sie hat, wirklich einen Hang für ein schönes Hotel, ein super Restaurant. Dann ist sie, ist sie das suchen. Dann hat, wenn möglich, ein Flohmarkt dazugehört. Mhm. Dann haben alle etwas davon gehabt, von uns zwei. Also, ihr seid auf einem Flohmarkt und sie hat das Hotel genossen? Nein, wir sind also angereist. Wir haben also über Nacht, wir haben gegessen, wir haben das Hotel genossen. Und am Morgen um 8 Uhr ist schon einer da gestanden, der ziemlich süchtig also gewartet hat, dass seine Frau jetzt ihn am Arm nimmt und dann da, also auf die Flohmarkt geleitet, damit man hier die braunen Sachen, also, die einem hier angemacht haben, kann. Also mal mit den Augen streicheln, den Preis erfragen und dann entweder posten oder sein lassen. Mhm. Das heisst, ihr seid von jeder Reise mit grossem Gepäck zurückgekommen? Wenn wir mit dem Zug gegangen sind, dann haben wir ganz schlimme Erfahrungen mit zum Beispiel harassenweise so Tischblätter von diesen Bistrotischen. Mhm. Ich dachte, ich komme nie an so einen Tisch. Also ich habe dann halt einfach schon etwa 8 oder 12 Blätter hat mir einen verkauft im Clignancourt oder auf dem Porte Manf. Und dann noch Radio und noch ein Plattenspieler. Und also wir sind in den Zug rein. Also immer, wenn wir in den Zug sind, ist schlimm gewesen. Mhm. Mit dem Auto. Hat er einen Anhänger mitgenommen? Ein Döschen gefunden. Mhm. Gar nichts. So. Also, irgendwie habe ich dann gemerkt,
Wir müssen mit dem Zug gehen. Ja, genau. Dass die Sammlung möglichst schnell wächst. Also ÖV ist sowieso viel schöner. Mhm. Was lernt man aus so einer Sammlung? Das kann ja nicht nur sein Anhäufen von Gegenständen. Ja gut, es gibt Leute, die bezeichnen mich als Edelmessi. Mhm. Aber eigentlich muss ich sagen, ich habe immer wieder gefunden, es würde meinem Beruf gut tun. Ich muss für meine Kunden immer wieder eine neue Idee haben. Das sind Dekorateur von Haus aus. Ja, und in dem Moment ist es einfach so, dass du involviert wirst in die Form und immer finde ich eine Idee. Mhm. Jetzt kann man ja sagen, irgendwann mal ist eine Sammlung komplett. 7'500 Objekte, das reicht dann mal. Es geht ja eigentlich nicht unbedingt um jetzt. Klar ist es schön, dass man also der weltweit grösste Sammler ist. Also, aber wir haben einfach das Glück, dass wir in ganz Europa geniale Designer hatten, auch plus die Amerikaner. Und dann hat zum Beispiel in Amerika einfach fantastische Galalit-Sammlungen. Oder das ist mehr Schmuck, den die haben, aber geniale Radio. Wir sind da mehr auf dem Haushalt. Also ich sehe, das ist wie eine Drohung in der Luft, die Sammlung wächst weiterhin. Leider finde ich immer wieder ein Teil, wo ich denke, das ist noch schöner als das, was ich schon habe. Mhm. So. Vielleicht kann man sie ja mal einem andrehen oder tauschen. Mhm. Das denke ich mal. Wo bewahrt ihr das auf? Also unter dem Bett hat sicher jetzt nicht mehr Platz. Darum... unter dem Bett ist jetzt wirklich also alles voll, das ist wahr. Nein, es ist so, dass ich also die ganze Sammlung habe ich in dem Atelier, wo ich immer meine Messstand gebaut habe. Und wir haben irgendwie mal ein bisschen zu viel Teppich gehabt, weniger Messstand, viel Teppich. Da habe ich gefunden, okay, jetzt mache ich mir meine eigenen grossen Vitrinen wieder da an. Teppich legen zuerst. Und etwa 45, so 2,5 Meter Vitrinen stehen jetzt hier knallevoll von dem Material, das hier ja nur ein Mühe ist von dieser Sammlung. Man muss sich Gedanken machen, was wird denn aus dem, wenn man vielleicht mal nicht mehr eine Frau hat, die abstaubt und selber man vielleicht nicht mehr so wahnsinnig Lust hat, die Objekte umeinander zu fügen. Ich konnte den bis jetzt wunderbar wegschieben, den Gedanken, weil ich gesehen schon das Leid von anderen Freunden, die auch Backenlied sammeln, die versuchen, das irgendwie an einem Museum oder so. Darum habe ich jetzt ein eigenes. Mhm. Und somit ist es jetzt immerhin aufbewahrt. Und wir können es wieder in Kisten tun. Und halt, wenn sie irgendwie das Gefühl haben, ich müsse jetzt doch, doch zusammenräumen, dann kommt es mal in einen Bauernhof. Und wie die anderen meisten Sammlungen auch sind. Es ist natürlich wahnsinnig viel Geld damit involviert. Das ist schon so. Zwischen auf ein dickes Mittagessen verzichtet, damit das ein Tischli kaufen oder ein verscherbeltes Baby. Das Baby habe ich eben extra gepostet, damit man sieht, es ist aus Backenlied. Weil ich will es jetzt nicht auch noch mit dem Airbrush behandeln. Mhm. Und, ja. Man sieht, dass es ein bisschen verschlagene Grin hat. Ja. nein, aber es ist viel Geld investiert. Es ist sicher viel Geld investiert, aber ich rauche nicht mehr. Aha. Obwohl der Tausende von Aschenbecher hat. Hat sich die Steuerbehörde schon mal dafür interessiert? Es ist sicher, mein Buchhalter hat das wunderbar, also im ganzen Büchlein, wo er mir alle gerne tut, wo mich eigentlich nicht interessiert, aber die Steuern. Und somit hat er das also ganz sicher wunderbar deklariert. Und abgeschrieben. Und abgeschrieben. Mhm. Eben, es ist abgeschrieben. Ja. Manchmal ist es so, dass der Zoll das noch nicht so sieht. Und oder? Dann kaufst du irgendeinen alten Müll und dann musst du noch Mehrwertsteuer und Zoll zahlen. Mhm. Gut, das machen wir halt. Ja. Ja, ich kann eigentlich nur sagen, viel Glück weiterhin, viel Spass beim Abstauben, viel Glück beim Finden und dem Aufwerten der Sammlung auf bald mal 10'000 Objekte. Jawohl. Und dann freuen wir uns schon, wenn das Museum offiziell eröffnet wird. Es ist eröffnet, Herr Aschbacher. Man kann Samstag, Sonntag kommen. Und ich mache Führungen und tue diesen Leuten von diesen tausenden Objekten halt etwa 500 Geschichten erzählen. Mhm. Sie brauchen rund 2 Stunden Fänge.
Gut, das Museum ist in Arlesheim. Ist in Arlesheim, genau. Herr Zimmermann, herzlichen Dank für den Einblick in eine wunderbare Sammlung. Sage und schreibe. Vier fantastische Geschichten, meine Damen und Herren. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spass gehabt. Jetzt geht es weiter mit dem NZZ-Format. Wir sehen uns jede Woche wieder mit neuen Geschichten, einen Blick in das traute Heim, das vielleicht nicht immer so traut ist. Aber ich hoffe, ihr habt Zeit für uns. Bis dann, ciao zusammen. Gute Nacht miteinander. Ich rette Herzen. Ich helfe Herzen, stark zu bleiben. Helsana, die Krankenversicherung der Schweiz, präsentierte